Hallo und herzlich willkommen bei endlich mal wieder einem weiteren Video von mir. die Hyper Quest, die Holy Shit Quest ist ja aktuell im Kommen, am Rennen. Habe ich ja schon easy fertig, ne? Ein paar von Valve auch. Und da muss man auch so allerhand voll für tun. Und das ist zum Beispiel über Devos killen. Und da kann ich nur empfehlen, auf 4-5, wenn ihr zum Beispiel alleine zockt, die Überdebus sind einfach viel eher oben links. Also, ja, viel weiter oben links. Aus dem folgenden Grund, die meisten, oder einfach nicht die meisten NPCs, sondern alle NPCs, die spawnen auf der Karte, fliegen dann erstmal oben links in die Seite. Wenn ihr also erstmal ein paar Überdebus tötet, und die auf der Karte spawnen, fliegen die demnach dann immer wieder nach oben links und von da aus bewegen die sich dann auch erstmal wieder irgendwo zurück in irgendeine random Richtung. Also habt ihr Zeit, euch da diese zu suchen und auch dementsprechend dann zu töten. Wenn ihr das in der Gruppe macht, könnt ihr natürlich den ganze Kleinzeug mit wegmachen. Ich hätte aber nur empfehlen, macht, wenn ihr es alleine macht. 300 Stück sind sehr einfach. Sucht euch ein paar friedliche NPCs auf der 4-5. Das sind zum Beispiel Bosskristallone. Die sind friedlich. Jetzt habe ich hier schon 3 Stück an der Hand. Boss Salmone nicht, aber dafür Über Salmone. Die sind auch wiederum friedlich. Die kann man dann killen. Ach, nicht killen, die müssen wir dann in Ruhe lassen. So, im Prinzip, da über Kristallone auch. Schießt ihr mal hier kurz an. Dann müsst ihr nämlich eigentlich zurück switchen. Genau. Wenn ihr die NPCs um euch herum durch Angreifen anschießt, dann zählen die nicht mehr zu der Anzahl der an Friedlichen. Und schon habt ihr einen mehr. Jetzt haben wir also 3 Bosskristallone und einen über. Ich glaube, es waren jetzt 6 NPCs in der Zahl, die um euch herum spielen, bevor euch dann kein anderes NPC mehr angreift. Der Boss-Debo ist jetzt halt auch ein bisschen doof. Aggressiv. Ja, das will ich ja auch. Schießen wir mal eben weg. Und im besten Fall finden wir jetzt noch. Der hat Über-Salmon. Boss-Debo. Ne, das ist ein Boss-Salmon. Gut. Weg mit dir. Über Kristallon. Okay, Kristallin. Okay, das ist jetzt gerade. Dauert ein bisschen was. Boss-Modon. Ah, ein bisschen Moon haben wir über. Können wir jetzt aber wegschießen. Der macht ein bisschen Schaden. Suchen wir mal einen weiter. Ich warte eben, bis ich weiter reparieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ne, nochmal. Einer, der ist nicht so toll. Heilen wir uns mal kurz. Und fliegen weitere NPCs ab. Die sind auch scheiße. Kommt mal hinterher. Auch blöd. Aber die greifen zum Beispiel nicht mehr an, weil ich da ja genug NPCs um mich herum gesammelt habe. Das heißt, jetzt müssen wir die nicht so friedlichen nur noch mit friedlichen austauschen. Ja, über Salmon. Der greift mich ja nicht an, weil die Anzahl voll ist. Dann schieße ich kurz einen an und schon ist die Anzahl an NPCs um mich herum nicht mehr erfüllt. So, habt ihr den nächsten friedlichen. Jetzt habe ich noch 2 Boss-Devos einmal am Haken. Bisschen auf den Sack gehen. So, die Über sind aber recht schnell. Ach, die anderen Teile, die Boss-Devos nicht so. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Komm mit. Den brauche ich also recht nicht eigentlich. Da, den. Über Salmon. Komm. Soll eigentlich umdrehen. Da, angeschossen. Und schon ist der nächste friedliche umgedreht. Sehr schön. Dann können wir mal kurz wieder was wegschießen. Da ist zum Beispiel wieder ein Überdevo.
So. Und uns greift jetzt nichts Neues an. Da haben wir den Übersalmon. Schießen hier ein bisschen was weg. Okay, eigentlich sollte der jetzt auf uns umswitchen. Hat er nicht gemacht. Danke dafür. Dann müssen wir, töten wir mal kurz eben die Anzahl an NPCs, die uns anschießt. Im Prinzip recht lieb. Da ist der nächste Boss. Nice. Der Boss-Devo muss weg. So. Hat der uns angeschossen, blöderweise? Ja. Jetzt haben wir ihn. Die jetzt kam immer wieder zwischen, haben zuerst das Target auf uns gefunden, unser Target entdeckt. Ziemlich doof. Aber auch nicht so schlimm. Das heißt, ihn haben wir jetzt weg. Und den Boss Devo jetzt weg. Und haben jetzt genug NPCs um uns herum, die friedlich sind. So. Die sind auch friedlich. Die machen in der Regel nichts. Über also Belonit schießt uns auch nicht mehr an. Und jetzt kann man, wenn man solo fliegt, einfach in Ruhe hinfliegen zu den NPCs, diese anschießen, wenn man sie braucht. Das ist in dem Fall halt über Devos. Ja, und weghauen. Wenn man jetzt also hier oben links dann zum Beispiel erstmal keinen findet, dann muss man ein bisschen über die Karte fliegen. Und im besten Fall haut man dann wirklich, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, man schießt die über Devos weg und dann fliegt man ein, zwei Stück oder ein, zwei Mal. Und dann fliegt man nur noch hier oben links in dem Bereich rum. Ich zeige dir mal, was ich meine. Etwa hier. Hier etwa, manchmal ein bisschen unterm Gate. Und hier hoch. So quasi so ein kleiner Kasten. Auf der Seite. Hier fliegt man dann nur noch rum, wenn man die Überdevos haben möchte. Und irgendwann, so auf Dauer, 4 Stück gibt es auf der Karte. Fliegen diese dann auch in der Nähe von allem. Schießt man weg und alles fliegt immer wieder nach oben links. Jeden NPC, den man tötet, fliegt erst, egal wo er auf der Karte spawnt, fliegt erstmal, wenn er nicht gestört wird, meine ich zumindest, ne? Erstmal nach oben links. Wenn er jetzt nicht so, nirgendwo ein anderer Spieler ist, der den NPC dann aufhält oder stört. Und dann hat man halt immer wieder in dem Umfeld immer sein Überdevo. So kriegt man das dann recht schnell fertig. In der Gruppe natürlich noch besser. Aber so hat man dann halt einfach ganz einfach mit Schild seine Ruhe. Man wird nicht ständig angeschossen. Man kann mit einem einfachen Standkonfi schießen. Den Überdevo, so habe ich es mal zum Beispiel gemacht, immer wieder weggesabt. Und dann mit X3 weggeschossen. Ne? Weil man die Munition halt kaufen kann. Ja, im Prinzip, so habe ich dann meine Überdevos gemacht. Ja, hinterher in der Gruppe dann nicht mehr ganz so, sondern dann sind wir nur noch mit zwei, drei Leuten, immer hier rumgeflogen. Aber erstmal habe ich über die Karte halt die Überdevos zusammengesucht. Und seht ihr? Da. Das könnte ein Boss Devo sein, den wir gerade weggeschossen haben. Der steht, wird von mir gerade nicht mehr abgehalten. Zuerst einfach nur nach oben links. Und danach verteilen wir sich dann über die Karte. Da ist der andere Überdevo. Und so, ja, perfektes Beispiel gerade. Und so machen wir das mal in den Überdevos genauso. So, im Prinzip kann man es dann sogar machen, dass sich einer hier mit den NPCs oben links hinstellt, weil der Überdevo ja immer kommt, wenn man zumindest von Anfang an zu zweit oder zu dritt schießt. Die anderen suchen erstmal die Überdevos auf der Karte, suchen diese zusammen und einer hält die hier zurück. So, also jedes Mal, wenn der Überdevo ankommt, schießt man ihn an, hat nur den Überdevo im Hals. Ja, ganz einfach. Im Prinzip ist das, ja, so macht man am besten die Überdevos, meiner Meinung nach. Wenn man zumindest nicht ganz voll ausgerüstet ist und einfach hier alles wegtanken kann. Aber auch die 4-5 vom Damage her kann man ja nicht ewig alles wegtanken. Und so ist das überhaupt nicht anstrengend. Und mit der Zeit hat man dann alles fertig. Das wäre es soweit von mir. Mit den Überdevos. Wie ich die anderen Quests weitergemacht habe, kommt auch noch gleich. Oder demnächst. Ich glaube, ich lade so eine Serie jetzt an Videos hoch. Bis dahin, haut rein. Und tschüss, ne? Das habe ich noch vergessen dran zu hängen. Ihr müsst euch ein bisschen bewegen. Ihr dürft nicht ganz AFK rumstehen. Ihr müsst euch beim Schießen ein bisschen hin und her fliegen. Sonst seid ihr komplett die Agro irgendwann los nach ein paar Minuten. Und dann verliert auch eure friedlichen NPCs. Das war's auch schon jetzt. Bis dahin.